Lammcurry. In Rotweinsauce. Circa 100 Minuten, herzhaft. Zutaten für 4 Personen, Proportion, 865 Kilokalorien. 10 Gramm Kohlenhydrate, 57 Gramm Eiweiß, 63 Gramm Fett. 2 Lammcurries, ca. 400 Gramm, 50 Milliliter Öl, 2 Rosmarinzweige, 200 Milliliter Rotwein. 100 Milliliter Lammfond, 50 Gramm Butter, Salz, Pfeffer. Einem Fleisch waschen, trocken tupfen, salzen, pfeffern. In heißem Öl mit dem Rosmarin von allen Seiten scharf anbraten. Ofen auf 100 Grad vorheizen. Auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen, etwa 40 Minuten schmoren lassen. 2 Bratfett aus der Pfanne mit Wein und Fond ablöschen und auf die Hälfte einkochen lassen. Wasser zugeben und nochmals einkochen. 3 Zum Binden die kalte Butter in die Weinsauce rühren. Lamm aus dem Ofen nehmen, kurz ruhen lassen, portionieren. Das Müsli mit Früchten. Circa 15 Minuten, einfach. Zutaten für 6 Personen, Proportion, 475 Kilokalorien. 86 Gramm Kohlenhydrate, 10 Gramm Eiweiß, 9 Gramm Fett. 300 Gramm Haferflocken, je 150 Milliliter Orangen. Und Apfelsaft, 40 Gramm gehackte Trockenfrüchte, 2 säuerliche Äpfel, 2 Birnen, 200 Gramm Joghurt. 1 Pfirsich, 2 EL Butter, 3 EL brauner Zucker. 1 Haferflocken mit Saft und Trockenfrüchten vermengen. Apfel und die Birnen vierteln, entkernen, raspeln. Mit Joghurt und Haferflocken vermengen. 2 Zweiten Apfel und Pfirsich halbieren, entkernen, in dünne Spalten schneiden. 3 Müsli-Masse in ofenfeste Formchen verteilen. Apfel und Pfirsichspalten darauf legen, mit Butterflöckchen belegen und mit Zucker bestreuen. Und am vorgeheizten Grill circa 5 Minuten backen. In Kräuterkruste. Zubereitungszeit inklusive. Backzeit, circa 30 Minuten. Zutaten für 3 Portionen. 3 Scheiben Toastbrot. 1 bis 2 Knoblauchzehen. Einige Zweige frischen Thymian, oder 2 bis 3 TL getrockneter Thymian. 4 EL Olivenöl. 1 TL abgeriebene Zitronenschale. Pfeffer. 3 Lammlachse. 120 Gramm. Ausgelöster Lammrücken, Salz. 1 bis 2 TL Mundamin Bratenfond. 1 EL Aceto Balsamico, Balsamessig. 1 bis 2 TL Honig. 1 TL Mundamin Fixsoßenbinder, dunkel eine Packung Pfanniknödel. Knoblauch schälen und fein hacken. Thymian waschen und die Blättchen abzupfen. Toastbrot mit Knoblauch, 3 EL Olivenöl, Zitronenschale und Thymian vermischen. Mit Pfeffer würzen. 2. Lammlachse in einer Pfanne im restlichen heißen Olivenöl von beiden Seiten kurz anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen und in eine Auflaufform geben. Die Kräutermasse darauf verteilen und etwas festdrücken. Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Celsius 10 bis 15 Minuten fertig garen. 3. 1/4 I, 250 Milliliter, Wasser in die Pfanne geben. Bratenfond zufügen. Mit Aceto Balsamico, Honig, Salz und Pfeffer abschmecken. Die Soße leicht mit Mundamin-Soßenbinder binden. 4. Lazwistin die Pfanniknödel nach Packungsanleitung zubereiten. Die fertigen Pfanniknödel zum Lammrücken mit Kräuterkruste servieren. Avocado und Chili-Creme. Circa 50 Minuten, Fingerfood. Zutaten für 10 Stück, pro Stück. 293 Kilokalorien, 24 Gramm Kohlenhydrate, 7 Gramm Eiweiß, 19 Gramm Fett. 500 Gramm Fertighefeteig, frisch oder tiefgekühlt, 1 Eiweiß, Sesamsamen,
150 Gramm Frischkäse, einem rote Kieleskote. 2 EL Schnittlauchröllchen, 1/2 Bundschnitt unbekanntes Zeichen Lauch, Salz, Pfeffer, 4 EL Zitronensaft. 1 Avocado, Butter. 1 Hefeteig nach Packungsanweisung vorbereiten. In 10 gleich große Teile teilen, jedes Stück zu Kugeln formen, dann zu einem Ring formen. Teig noch einmal gehen lassen. Mit Eiweiß bepinseln, mit Sesam bestreuen. Nach Packungsanweisung backen. 2 Für den Belag Chili waschen, Kerne end unbekanntes Zeichen fernen, zerkleinern. Frischkäse mit 2 EL Zitronensaft glatt rühren. Schnittlauchröllchen und Chili unterrühren, salzen, pfeffern. 3 Avocado schälen, in Spalten schneiden. Mit Zitrone beträufeln. Bagels aufschneiden. Mit Butter bestreichen und in eine Pfanne anrösten. Mit Frischkäse bestreichen, mit Avocado und Schnittlauchstängeln belegen.